Hallo, ihr Lieben. Ihr habt von mir in der letzten Woche nichts gehört hier über YouTube, weil ich einfach nicht so gefühlt habe, ein Video über ein neues Thema zu machen. Umso mehr finde ich, dass es in diese Woche passt, weil bei mir so einiges im Kopf rumgeht in letzter Zeit und ich habe überlegt, wie ich das in ein neues Video, in ein neues Thema verpacken kann. Und ja, wir beschäftigen uns heute mit diesem Album hier, Folklore von Taylor Swift. Wieder einmal, warum ich dem Video diesen Titel gegeben habe, den ihr oben seht, und wie das Ganze mit dem Album doch letztendlich zusammenpasst, erfahrt ihr in diesem Video. Zu diesem Album kann man sagen, dass es komplett in der Quarantänezeit entstanden ist, also während Corona. Und es soll auch heute in meinem Video ein bisschen das Thema Isolation thematisiert werden und wie das Ganze mit dem obigen Titel zusammenhängen kann. Insofern denke ich schon, dass das Ganze in mein Videokonzept hier reinpasst. Ich habe mal wieder ein paar Songs für euch rausgesucht, die so das widerspiegeln, was ich im Moment fühle. Und ja, alles Weitere erfahrt ihr im Video. Für einige von euch da draußen mag es diesen einen Menschen geben, nachdem ihr unterbewusst euer ganzes Leben ausrichtet. Der Mensch, der immer wieder in eurem Schicksal auftauchen wird. Und für mich war das ein Mensch, der nur indirekt an meinem Leben beteiligt war. Aber manchmal gibt es diese Personen, die einen trotzdem beeinflussen und dadurch ein gutes Gefühl geben, auch wenn sie eben nicht direkt an deinem eigenen Leben teilhaben, sondern nur halt indirekt darin vorhanden sind. Und deswegen ist der erste Song, den ich für heute rausgesucht habe, The One. The One handelt von dieser einen Person, bei der man sich fragt, if one thing had been different, would everything be different today? Wäre eine Sache damals anders gelaufen, wäre alles dann heute anders? Und so ein Mensch war diese Person. Und deswegen ist dieser Song so bedeutsam für mich, wie das Ganze mit sozialen Interaktionen zusammenhängt. Dazu erzähle ich euch im Laufe des Videos noch mehr. Der nächste Song spiegelt nämlich genau das wider, auf das ich zu sprechen kommen wollte. Laut meiner Interpretation ist es Cardigan. Und zwar, möchtest du dich an etwas, was längst vergessen ist, im übertragenen Sinne, erinnern und daran festhalten. Und deshalb stülpst du dir diesen Cardigan wie eine Erinnerung über und willst daran festhalten. Und genau so geht's mir manchmal, dass ich aufgrund dessen, dass ich im Rollstuhl sitze, ich weiß nicht, ob es immer daran liegt, aber viele Menschen haben halt diese Berührungsängste oder wollen keinen Kontakt zu mir. Ich habe in der Vergangenheit leider immer diese Erfahrung machen müssen. Ja, dass man dann sich umso mehr an die Erinnerungen in der Vergangenheit klammert, weil sie gut waren, weil sie dir nicht geschadet haben. Und wenn du eben nur das hast und wenig Abwechslung,
zwischendurch durch soziale Interaktion, was uns wieder zu meiner Überschrift führt, dann klammerst du dich daran fest und dann willst du dort bleiben und das kann unter Umständen dich auch daran hindern, nach vorne zu sehen, aber dann gibt's wieder Rückschläge in dem Moment, wo Menschen nicht an dich glauben oder sich nicht bei dir melden oder sonst irgendwas passiert, was dich daran zweifeln lässt, wirklich in die Zukunft sehen zu können. Und ja, das bedeutet für mich dieser Song, dass man sich an die Vergangenheit erinnern soll, um zu wissen, wer man ist. Und dass man nur dann in die Zukunft schauen kann, wenn die Zukunft es zulässt. This is me trying. I had the shiniest reels, now they're rusting. Dieser Song erinnert mich immer wieder daran, dass man es, obwohl man Ängste hat, obwohl man sich manchmal am liebsten verschließen würde, es immer wieder versuchen soll, weil einem bleibt nichts anderes übrig. Nur wenn man es versucht, kommt man weiter im Leben, auch wenn das manchmal schwerfällt durch Ängste, durch Barrieren, durch Dinge, die andere Menschen tun, die einem dann daran hindern, dass man eigentlich das tun will, was man tun will, wenn andere Menschen den Glauben an dich verlieren. Dann ist es umso wichtiger, dass du es weiter versuchst. Nur wenn andere Menschen den Glauben an dich verlieren und du nicht weißt, welchen Stellenwert du bei anderen Menschen im Leben hast, dann ist es umso schwieriger, das herauszufinden, weil diese Einzigartigkeit von sozialen Kontakten, die man dann hat, wenn andere Menschen nur mit Vorurteilen um sich werfen, diese Einzigartigkeit macht den Stellenwert von einzelnen Menschen in deinem Leben so besonders. Aber die Unsicherheit dabei ist, dass du nicht weißt, ob du den gleichen Stellenwert in ihrem Leben auch für diese Menschen hast. Und das macht es manchmal so extrem schwierig, sich nicht von seinen eigenen Ängsten einholen zu lassen und immer positiv zu bleiben. Und ja, they told me all my cages were mental, so I get wasted all my potential. Ja, es ist schwierig. Es ist schwierig, weil wenn du dieses Potenzial nicht verschwenden willst, was du in deinem Kopf hast, in deinem Mindset, dann ist das Einzige, was du tun kannst, dich selbst zu lieben. Und dich selbst lieben fällt aber wiederum schwer, wenn andere nicht an dich glauben und denken, du könntest Dinge nicht schaffen, die du eigentlich schaffen würdest, wenn, ja, und so verschwendest du halt dein Potenzial. Illicit Affairs. Es geht mir dabei weniger um verbotene Affären. Abgesehen davon, dass ich sowieso noch nie eine hatte, es geht mir vielmehr darum, welche Botschaft der Song vermittelt. Und zwar, dass man sich zum Teil weggeworfen fühlt als Frau, die diese Affäre eingeht. Und zwar in dem Sinne, dass man sich einfach fühlt,
als wäre man unscheinbar. Und das ist genau das, was mein Handicap im Zusammenhang mit der Gesellschaft auch macht. Es ist etwas Unangesehenes, etwas nicht wirklich Akzeptiertes. Es ist ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Gerade immerhin noch auf Beziehungen, Romantik und so weiter gesehen. Und dieser Song vermittelt einfach die Botschaft, dass man sich selbst, ja, nicht so fühlen soll, wie man sich fühlen sollte. Und zwar zeigt es ganz gut die Lyric Line: Don't call me kid, don't call me baby, look at this idiotic fool that you made me. Und zwar passiert mir das so oft, dass ich auch aufgrund von meinem Handicap von anderen anders gesehen werde, als ich gesehen werden möchte. Und zwar, ich fühle mich oft wie ein Kind. Ich fühle mich oft wie ein Kind, weil ich von anderen so gesehen werde, weil ich Hilfe im Alltag brauche, weil ich Unterstützung brauche. Und deshalb fühle ich mich oft wie ein Kind, weil ich mich selbst so sehe, sondern weil andere das auf mich projizieren. Ich sitze im Rollstuhl, ich bin eine Frau, ich bin klein. Ja, klein bin ich leider wirklich. Ich bin vielleicht auch noch süß. Ich bin ein netter Mensch. Aber wie ich das schon mal in einem von meinen Videos gesagt habe, ich möchte auch nicht immer die sein, die nett ist. Und wenn man dann aus dem Rahmen fällt, dann ist gleich, was ist jetzt kaputt? Womit wir auch dann gleich beim nächsten Song wären, nämlich Mad Woman. All diese Sachen führen dazu, dass auch ich Vorurteile, Projektionen, dass ich nicht so gesehen werden will, wie ich gesehen werden will. Diese Sachen führen dazu, dass auch ich zum Teil mad werde. Ich habe schon gemerkt, dass es im Deutschen keine korrekte Übersetzung für das Wort mad gibt. Es ist so ein Zwischending zwischen böse sein und Traurigkeit. So dieses, wenn du dich so fühlst, so, ja, du fühlst dich so, als würdest du gegen einen Widerstand ankämpfen. Und das fühle ich immer wieder. Und zurzeit ist einfach diese Art von Rebellion in mir, die da hochkommt und die vielleicht auch dafür sorgt, dass ich ein bisschen was an mir selbst verändern werde in nächster Zeit. So viel kann ich schon mal sagen. Das muss jetzt nicht unbedingt was Negatives werden, aber ich möchte zum Teil wirklich anders gesehen werden, und dafür ist ja auch mein Kanal hier da, um eben diese Vorurteile, Barrieren und so abzubauen. Aber ich merke leider jeden Tag, auch in meinem eigenen Leben, dass das nicht immer so funktioniert, wie ich es mir vorstelle, leider. Und dann passiert das, dass ich wieder so mad werde. Peace. Ja, der Song ist sehr wichtig für mich, weil er mir zeigt, ich bin eine gute Person, ich bin ein guter Mensch, und wenn andere das nicht sehen können, dann
kann ich dieser Sache niemals Frieden geben. The devil's in the details, but you got a friend in me. Would it be enough if I could never give you peace? Das heißt, würde ich jemals für eine Person genug sein, so dass ich ihr Frieden schenken kann oder dass ich der ganzen Situation Frieden schenken kann? Das ist eben die Frage. Und das macht den Song so extrem tiefgründig, weil ich bin ein guter Mensch. Ich würde sogar sagen, ich wäre für jeden ein guter Freund, weil ich sehr loyal bin. Und aber wenn andere Menschen immer Vorurteile gegen mich haben und ja, es ist schwierig, mit anderen Menschen in soziale Interaktion zu treten, weil sie Berührungsängste haben, dann kann ich auch niemandem zeigen, was für ein guter Freund ich eigentlich wäre. Und ich hoffe, dass die Personen, die mich kennen, zu schätzen wissen, dass sie mich kennen und dass sie nicht durch irgendwelche anderen dritten Personen ein falsches Bild von mir bekommen, weil ich jeden Tag um meine Reputation, so viel zum Thema, weil ich jeden Tag um meine Reputation kämpfen muss. Weil das Leben ist. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Peace over and out. Macht's gut, Leute.